Süßen, ich habe heute ein Outfit of the Day für euch. Heißt doch so Outfit of the Day, ne? Und ich habe hier mal meinen Schal simuliert. Ich habe nämlich ein Tuch eigentlich dabei gehabt. Das habe ich aber gestern bei H&M verloren. Oh, das ist so schade. Das war so wunderschön. Hat aber nur 3 Euro gekostet. Deshalb tun wir jetzt einfach mal so, als wäre das ein Halstuch. Ich möchte gleich spazieren gehen und das Wetter ist super herrlich. Und ja, das ist so mein, ihr wisst... Ja. Ihr wisst ja, dass ich momentan so gerne Röcke trage, hatte ich euch ja schon in meinem letzten Video erzählt. Und da das Wetter so herrlich ist, kann man das natürlich auch mal ohne Strumpfhose machen. Ja, also das ist eigentlich ein Oberteil, das ziehe ich auch gleich an, das habe ich auch vor, gleich zu tragen. Ich wollte jetzt nur mal zeigen, wie das aussehen würde, wenn man jetzt einfach nur so einen Tanktop, oh schön mit Flecken, hey, mit dem Tuch drüber, da stehe ich momentan total drauf. Leider habe ich, wie gesagt, mein Tuch verloren, deshalb habe ich jetzt einfach mal, also ich finde, die Farbe passt ganz gut. Einfach weißes Tanktop, der Rock und die Stiefel. Das sind Bullboxer-Stiefel, ja, die sind jetzt dunkelbraun. Schwarz fand ich jetzt nicht so passend, weil mein Gürtel braun ist. Der Rock ist von Pimki, meine ich. Den habe ich aber schon seit 100 Jahren. Das Tanktop ist von H&M. Ja, und jetzt ziehe ich mal das Oberteil an, so wie ich dann auch gleich los werde. Mm. Ach, sieht das pfiffig aus? Ja, so. Ja, also ich finde... Weil man muss es ja nicht übertreiben, kann man ja dann auch mal noch was Langärmeligeres tragen. Ja, das wäre jetzt so mein Outfit of the Day. Ich finde diese Farbe wunderschön. Ich bin momentan total auf diesem, ja, was ist das für ein Blau? Ist das schon Petrol? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich diese Farbe momentan total schön und ich finde, sie passt sehr gut in den Frühling. Ich finde auch die Kombination mit dem Jeansrock super. Andere Leute sagen, ein beiger Stoffrock passt dazu besser, aber dazu sage ich jetzt mal nichts. Ja, ist gut. Ja, das wäre jetzt so, ich will jetzt nicht sagen, dass das von Tommy Hilfiger ist, das ist mir unangenehm. Was willst du mir damit sagen? Ich schneide das raus, du kannst nicht reden. Wie gesagt, weiß finde ich dazu aber auch sehr passend. Braun wird auch passen oder was Beiges, so schön Ton in Ton. Jeansrock geht sowieso immer, finde ich super. Warum lachst du jetzt? Dazu würde ich jetzt aber dann kein Tuch tragen, weil ich finde das mit den Knöpfen hier ganz schön so. Ich finde, ein Tuch wäre jetzt zu viel des Guten, also das würde ich dann so tragen. Wenn ich nur das Tanktop tragen würde, würde ich dann das Tuch. Meine Lederjacke, wo ist sie? Warte, ich hole sie. Und dazu würde ich dann, ihr kennt sie inzwischen, ihr habt sie alle schon 1000 Mal gesehen, meine braune möchte gern Lederjacke dazu tragen. Wobei das wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu warm ist, oder? Mhm. Ja, so, das wäre jetzt mein Outfit of the Day zum Spazieren gehen, zum Currywurst essen gehen oder zum Eis essen gehen bei 25 Grad. Ja, dann wünsche ich, achso, allen Muttis einen wundervollen Muttertag. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, das heute noch hochzuladen. Ich glaube eher nicht. Ich wünsche allen Muttis einen wundervollen Muttertag. Auch meiner Mama, ich hab dich lieb, du guckst meine Videos sowieso nicht, aber trotzdem einen wundervollen Muttertag. Und macht euch einen schönen Tag noch. Oh, habe ich gerade auch schon gesagt, ne? Macht euch einen schönen Tag. Egal. Und eine schöne Woche wünsche ich euch. Tschüss. Tschüss. Stopp.